Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS19. Oh, was ist? Wir werden heute Stämme lernen. Das sieht man ja, weil ich den hier auch mal ausprobieren möchte, den MRL. Ich bin noch nicht ganz mit Stämme sammeln fertig mit dem Sintrak, weil ich will den MRL mal ausprobieren. Ich habe nur mal ein, zwei Stämme. Und ich will mal zum Sägewerk. Ich glaube mal beladen oder so werden wir in diesem Video machen und zum Sägewerk die Tour im nächsten. Und beladen wird bestimmt ein bisschen dauern, die 8 Meter Stämme. Ja, 8 Meter waren das. Genau. Headtracking ist nicht an, deswegen fahre ich gerade hier so ein bisschen, weil beim Kran Headtracking nicht funktioniert. Warum auch immer, deswegen hatte ich es jetzt nicht angemacht. Ich habe es auch vergessen. Muss ich ehrlich sein. Was ist mir denn erst aufgefallen, als ich schon losgefahren bin? Denn so müssen wir diesmal wieder rückwärts rein, aber diesmal so. Können wir noch den hier machen? Hat er ja verbaut. Rüber wegen die anderen Stämme. So. Ja, machen wir. Können wir ausmachen. Ich höre das Buckeln anfängt. So, ne? Und ich kann hier auch so stehen. Mal, da geht noch eine längere rauf. Okay. Ich glaube nur einmal X. Dann klappt man den aus. Der fährt dann so zurück. Müsste eigentlich gar nicht. Genau, dann Innensicht, Außenansicht. Der hat sonst keine weiteren Kamera außer die. Genau. Schauen wir mal. Ah, gut, dass der Anhänger länger ist als die Stämme. Braucht man nicht ganz so drauf achten wegen dem Beladen. Etwa mit 4 Liebe. Oh. So. So ein bisschen ordentlich vernünftig wollen wir es ja machen. Weiß gar nicht, konnte man bei dem große und kleine Zange ausmachen oder war das bei dem anderen? Bei irgendwas war das, ich weiß nicht mehr bei was. Konnte man sich irgendwie eine große und eine kleine Zange aussuchen. So, kommen wir mit den Einzelnen hier. Ganz gut in der Mitte getroffen, oder?
Oh. Er ist ein bisschen feinfühliger als alles andere. Hab ich das Gefühl. Gucken wir mal da oben. Ein bisschen langsamer, ruhiger. Oh. So, dann geht's auch. So. Und wir mal da hinten einen wegzunehmen. So, genau, er rollt da rüber. Ist schon nicht schlecht, der LKW. Der Anhänger ist natürlich nur Standard. Natürlich, also ist Standard-Anhänger. So, ist nicht schlechtes Eisen, halt ein Anhänger. Der Haufen da oben ist, glaube ich, größer. Kann das sein? Oh. Wir werden wahrscheinlich auch noch 6 Meter Stämme irgendwann mal machen. Ich glaube, wir auch mit den anderen LKW wieder fahren. Und komm, nehmen wir mal den unten hier, den kleinen Scheißer. Ich bräuchte ihn eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr. So lang weit anfassen, ne? Ich könnte ja eigentlich auch. Dafür ist ja das Ding da, ne? Aber ich glaube, viel längere. Dafür ist ja dieser Querbügel da hinten dran. So. Das wäre vielleicht noch interessant, noch länger zu machen. Da brauche ich den Mod. Oder per Motorsäge fällen. Und die kann er ganz gut heben, wenn ich die jetzt in der Mitte anpacke. Wunderbar. Wie sagt man, man will gerne von außen Kranperspektiven zeigen, aber da kann ich nicht mehr den steuern.
So. Ja klar, wenn sie ein bisschen auf dem Polter hier liegen, dass man die schwer rauskriegt, ist ja klar. Na, probieren wir beide. Ein Bildchen brauche ich auch noch. Tee. So. Und der liegt eigentlich ganz gut. Jetzt daneben noch welche. So. Also was ich jetzt mal gucken will, ist kurz, war das hier bei dem Forst-LKW? Nee. Nee. Bei dem? Nee, ist bei den Kindern, glaube ich. Ich weiß nicht, warum ich den hier zweimal drin habe. Vielleicht ist der zweimal als Mod drin. Und dann halt hier mit denen mal noch. Vielleicht auch mal 6 Meter Stämme fahren. Darf ihr da ja auch ein bisschen. Aber dafür müssen wir erstmal ein bisschen vorankommen. Also müssen wieder demnächst hier Stuppen gefräst werden, Bäume gepflanzt. Diesmal aber nicht so extrem wie letztes Mal. Liegt der oben drauf? Oder wie, oder was? So. Oh, keine drei. Aber das wird er nicht heben. Ah, guck, da gehen noch ein paar Meter. Würde man behaupten, den ein. Nehmen wir da auch noch auf. Aha, noch ein bisschen. Ah, der ist ein bisschen feinfühliger als der Buffalo und so. Also der LKW hier. Ja, komm. Machen wir mal auf G. Kann man die eigentlich auch alle selbst dran machen? Tatsache.
Stopp. Okay. Das Gute ist, man geht auch in die Kamera rein, wo man, glaube ich, ausgestiegen ist, wenn ich jetzt hier aussteige. Oder jetzt hier auf C und aussteige. Jetzt bin ich mal gespannt beim Einklappen. Weil da hat der andere ja irgendwas gemacht. Aber auch so. Nö. Wunderbar. Ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zusehen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, wenn wir die Stämme mal verkaufen werden. Ich will mal das Sägewerk sehen. Dann schauen wir noch hinten mit dem Sintrakt, muss ich noch ein paar Stämme rausholen und Stämme hier halt beladen, sind auch noch ein paar. Und daher, ein bisschen was zu tun haben wir noch. Nicht mehr viel, halt noch Stuppen und so. Ja, egal. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.